Gut, fangen wir mal so ein bisschen an. IP Fabrics, Next Gen Data Center Networks. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen mitbekommt, was da draußen passiert, was so eine Google macht, was eine Facebook macht. Die machen irgendwie Netzwerk anders als wir bisher. Die Frage ist eigentlich, warum machen die das und was machen die anders? Und um das zu verstehen, muss man halt mal so ein bisschen irgendwie einen Schritt zurückgehen und sich sagen, was haben wir eigentlich heute? Und wenn ich heute irgendwie irgendwo hingucke, dann habe ich irgendwo Switche. Jeder hat irgendwie sowas in der Art und Weise im Rechenzentrum, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen kleiner. Zu Hause hat man das Ding in der 5-Port-Variante oder vielleicht 8, was man so braucht. Aber die große und die kritische Frage ist eigentlich, was macht das Ding eigentlich? Warum ist das Ding so, wie es ist und was tut es? Und eigentlich tut es drei Dinge. Es hat einen Frame, den kann es verwerfen, es kann ihn entweder weiterleiten oder es muss ihn replizieren. Wenn man sich jetzt anguckt, so ein Ethernet-Frame, der da ankommt, was beinhaltet der Information, die sich so ein Switch anguckt? Als allererstes guckt ein Switch immer auf eine Checksumme, ist die in Ordnung, bleibt der Frame, ist der kaputt, wird der Frame weggeworfen. Erster Schritt, macht jeder Switch eigentlich so und auch jede Netzwerkkarte. Dann haben wir drinnen eine Destination-MAC-Adresse. Das heißt, er guckt in einer Tabelle nach, kenne ich diese MAC-Adresse. Das ist ein 48-Bit-Wert und da passiert ein Exact-Match. Das heißt, da wird nicht geguckt, gibt es irgendwas, was ähnlich aussieht, sondern er sagt wirklich, habe ich diesen Eintrag drinnen? Habe ich ihn nicht, geht es an alle Ports raus. Also fängt er an zu replizieren. Er guckt gleichzeitig auf die Source-Adresse und trägt sich ein, wo er Sachen wegbekommen hat. Das gleiche macht er mehr oder weniger, wenn man sich das anguckt, auch für Multicast. Ich habe das gleiche Spielchenpaket, kommt rein, es wird in die Tabelle geguckt. Einziger Unterschied zu einer normalen Tabelle ist halt, ich kann mehrere Ports drin haben. Aber ganz ehrlich, wer von euch macht wirklich Multicast? Spalter! Ist sehr selten und macht eigentlich keiner. Ist sehr selten. Also ich habe jetzt hier 3 oder 4 Hände hochgehen sehen. Ich glaube, das ist ausreichend Empirie. Naja, wenn man das Ganze sich jetzt aber jetzt anguckt. Ja, unbewusst. Und die meisten Switcher machen trotzdem Broadcast raus. Aber kann man diskutieren. Daraus entstehen halt aus diesen Eigenschaften irgendwie so ein paar Standarddesigns, die man irgendwie überall hinbekommt. Ich weiß nicht, wer sowas in der Art schon mal gesehen hat. Ich habe da irgendwo oben ein paar Router, die irgendwie nach unten zu 2 Switchen verbunden sind. Nennt man jetzt Core Layer oder wie auch immer. Von da geht es dann weiter zu irgendwelchen weiteren Switchen, Access, Aggregation, wie auch immer man es nennen will. Man kann das Ding in beliebigen Ebenen bauen. Aber so wirklich viel Spaß macht das nicht. Die Frage ist eigentlich, warum macht das nicht viel Spaß? Naja, Redundanz. Ich weiß nicht, wenn man so Layer 2 hat, hat schon mal jemand versucht, 3 Switche im Kreis zu verschalten, um vielleicht ein bisschen mehr Redundanz zu bekommen? Was passiert? Man hat ganz wildes Geflacker, das ist so ganz mit dem Licht. Sieht nett aus, kann man einen Weihnachtsbaum hängen, aber das Netz funktioniert irgendwie nicht mehr. Da steht man halt davor und sagt sich, okay, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, die Redundanz aufzubauen? Ich kann anfangen, irgendwelche lustigen Protokolle zu fahren, aber selbst dann stehe ich immer noch vor dem Problem, naja, dann habe ich irgendwie eine 1+1 Redundanz. Was mache ich denn, wenn ich irgendwie mehr Redundanzen haben will? Wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Spanning Tree gebe das theoretisch her, aber dann habe ich irgendwie Kapazität brach liegen, und zwar mehr als 50%. Das macht irgendwie nicht so wirklich viel Spaß. Ja, Skalierbarkeit. Ich brauche mehr Bandbreite. Was mache ich? Ich muss anfangen, Links zu Gruppen zusammenzufassen, also klassische Link-Aggregation. Kann ich natürlich machen, das ist im Regelfall auch immer super, hat aber das gleiche Problem mit Redundanz. Wie baue ich die? Naja, ich muss dann irgendwie 20 gehen nach links, 2x10. Naja, wenn die jetzt kaputt gehen, weil da mein Link kaputt geht, kann ich entweder damit 10G weiterfahren, das ist doof, oder ich muss umschalten. Also brauche ich auf der anderen Seite wenigstens die gleiche Kapazität. Das heißt, immer 50% Kapazität liegen brach. Machbar ist das, aber wenn man dann irgendwie größere Bandbreiten anguckt und sagt, naja, da liegen jetzt irgendwie 160G, das sind jetzt 4 Links, es wird auch schön, wenn einer ausfällt, wenn ich das mit einem abfangen könnte und nicht alles doppelt bauen muss. Und dann kommt da natürlich ganz zuletzt irgendwie, wie maintaine ich denn sowas? Ich weiß nicht, wer sowas schon mal hatte, ein größeres Spanning-Tree-Netz, das größte, was ich jemals hatte, bestand aus 120 Switchen.
wenn man da irgendwo ein Kabel gezogen hat, haben alle Switche angefangen zu rechnen und haben gesagt, ich bin jetzt fertig. Oh, da muss man neu rechnen. Wirklich maintainbar ist sowas nicht. Macht keinen Spaß, das skaliert nicht. Wenn man heute über Rechenzentren spricht, dann steht eine Google, die sagt, ja, wir haben ja 1000 Racks. Selbst wenn ich da stehe und sage, ich habe 100 Racks oder 50 Racks, will ich das eigentlich so nicht mehr bauen. Daraufhin sind die ganzen Hersteller angesprungen und haben gesagt, hey, da können wir was machen und haben gesagt, yo, wir bringen jetzt mal so ein paar Fabrics raus. Das heißt, du siehst davon nichts mehr und für dich ist das Ganze ein großer Switch. Das kann man dann irgendwie bei Juniper als Q-Fabric kaufen, man kann zu Cisco gehen, verschiedene Nexus-Dinger holen oder im Zweifelsfall Brocade VDX. Es gibt 100 Dinge. Stacking das Gleiche. Ich packe halt ein paar Switche zusammen mit irgendwelchen proprietären Dingen. Hat einen Vorteil, das Ganze sieht für mich nach außen aus wie ein Switch. Ich kann da meine Server mit Link Aggregation dran stecken. Wenn nur ein Switch ausfällt und ich per Zufall clever geplant habe, mein Linking zu zwei verschiedenen Switchen, läuft der Traffic wenigstens mit der Hälfte der Bandbreite weiter. Ist schon mal ganz nett, aber das Ganze bringt auch wieder Schmerzen mit sich. Der erste ist halt so ein bisschen, es ist furchtbar proprietär. Ich habe da irgendein Ding von einem Hersteller stehen, ich bin an diesen Hersteller gebunden. Wenn der sagt, ey, ich habe ja zwar neue Geräte, die sind toll, aber nicht mit dieser Fabrik, die du da hast, Pech gehabt. Ist mir mehr als einmal passiert. Das Gleiche, was da innen drinne passiert. Ich weiß jetzt, wie ich eine Q-Fabrik debugge. Ich habe das lange genug gemacht. Wenn mich jemand vor einen Nexus setzen würde oder eine VDX, dann muss ich mit den Schultern zucken. Da sind keine Standardprotokolle drinne, keine Standardwege, es zu debuggen. So das übliche Einherstellerhölle. Kann man machen, skaliert aber halt auch nicht. Das andere Problem, was damit entsteht, ist so ein bisschen, dass es ist ja ein Gerät. Das heißt, ich habe jetzt so eine Fabrik stehen, die hat jetzt meine 50, 60 Switche, mache da mal ein Software-Update drauf. Also egal, welche Device ich mir angucke, zwischen 10 Minuten bis zu 2 Stunden kann so ein Software-Update mal dauern. Das heißt, wie date ich das ab? Ich kann ja nicht alle parallel machen, weil dann ist ja meine Redundanz weg. Ich habe ja nur dieses eine Gerät, tut weh. Also hat man irgendwie Zwischenstände, da muss man wieder genau bestimmte Wege einhalten, man darf keine Config ändern, während die Versionen unterschiedlich sind. Das Ganze tut halt dann auch da wieder weh. Und dann zuletzt irgendwie auch die Skalierbarkeit. Ich bin darauf angewiesen, die Größe einzusetzen, die mir der Hersteller maximal vorgibt. Das heißt, selbst wenn jetzt heutzutage Switche rauskommen, die zum Beispiel 6x40G Uplinks haben, kann es sein, dass es heißt, ja, als wir die Fabrik entwickelt haben, haben wir nur mit 4x40 gerechnet, wir graden das nicht ab. Steht man da und denkt sich, ja, ich habe jetzt schöne Switche, eigentlich könnte man, dann heißt es, nee, ist nicht. Auch die Gesamtanzahl irgendwie so, ja, wir haben das mal mit 128 Switchen ausprobiert, weil unsere proprietären Protokolle können halt nicht mehr, wir haben die Werte klein gehalten. Ist so ein bisschen doof. Wenn ich mir angucke auf Stacking, irgendwie so, ja, du kannst 10 Switches stacken. Ja, warum kann ich nicht 20 oder 30? Ja, ich weiß, die Bandbreite ist nicht toll. Aber da sind halt künstliche Limitierungen drin, weil man möchte ja größere Produkte verkaufen, schönere Produkte. Macht gar keinen Spaß. Kann man irgendwie sein lassen. Aber warum brauche ich eigentlich mehr als das, was dabei rumkommt? Und dann hat man so schöne Effekte, dass dann irgendwie so Leute sagen, ja, damals, als ich noch jung war, hatte ich da so ein Fußballfeld voller Suns. Jede Sun hatte ihre 4 Kerne, super. Da hat jedes so den Gigabit-Uplink bekommen und war glücklich. Wozu eigentlich so viel Bandbreite? Wer braucht die eigentlich? Wo geht die eigentlich hin? Und dann muss man nochmal so ein bisschen nachdenken, was eigentlich wirklich passiert. Und dann kommen solche Sachen bei rum. Das ist ein Blick gerade in unser Rechenzentrum. Wir bauen gerade unsere neue OpenStack-Plattform auf. Dann hat man da auf einmal so irgendwie so Racks, 46 Höheneinheiten hoch. Da stecken so irgendwie 21 Server drin, 1080 Cores. Macht irgendwie mal 2000 irgendwas Threads. Und dann überlegt man sich, was kriege ich eigentlich an Bandbreite aus so einem Core raus? Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie so einen Mobilrechner hat, der vielleicht nur ein oder zwei Kerne hat. Die kriegen das Gigabit voll. Das ist nicht das Problem. Und wenn ich dann heutzutage mir Cloud-Architekturen angucke, dann komme ich irgendwie in den Effekt rein, dass ich Software-Defined Storage habe. Das heißt, die Platten, früher, ich hatte irgendwo meine Pfeiler stehen, vielleicht noch ein Fiber-Channel hinten dran, super, eigenes Netz dafür, alles gut, alle Daten von allen Servern dahin. Da
stehen wir vor dem gleichen Problem. Skaliert mal Fiber Channel irgendwie für 5000 Rechner, die da ranhängen wollen? Oder skaliert mal ein Storage-System, das ausreichend groß ist dafür? Ich habe noch kein Storage gesehen, was so wirklich irgendwie 16 oder 32 Petabyte mal kann, mit ausreichend Bandbreite, um es zu den Rechnern zu bringen. Klar kann ich zu den großen Storage-Herstellern gehen und sagen, ich brauche 32 Petabyte. Dann stellen die mir so einen Bandroboter dahin, da ist doch irgendwo so ein Stecker dran, der heißt ja 16 Gigabit Fiber Channel. Damit kann ich keine Cloud fahren. Also Software-Defined Storage, die Platten wandern wieder in die Server rein, wie es irgendwie mal ganz am Anfang war. Darüber verläuft dann ein virtuelles System, das die Traffic oder die Daten über alle Systeme verteilt. Und irgendwie habe ich dann ganz viel Ost-West-Traffic. Klassisches Rechenzentrum, ich habe irgendwo oben meinen Webserver und drunter kommt die Datenbank und Traffic läuft irgendwie nur von A nach B und immer so schön Nord-Süd ins Internet rein und raus über verschiedene Stufen. Im Cloud-Rechenzentrum habe ich das Problem, Traffic geht im Rechenzentrum auch Unmengen hin und her. Wenn ich so einen Software-Defined Storage habe, das heißt für jedes Datenpaket, was ich schreibe, beziehungsweise für jeden Block, habe ich irgendwie 3 Kopien. Diese 3 Kopien möchte ich aber auf gar keinen Fall im gleichen Rack haben, weil wenn da mal die Sicherung rausfliegt, dann ist das ziemlich doof. Also fange ich das an, über verschiedene Racks zu verteilen. Das heißt, ich muss Switch-Grenzen überschreiten und wenn ich dann mal so gucke, was ich da an Bandbreite rauskriege, jeder Kern Gigabit oder jeder Thread, dann bin ich auf irgendwie mal so bei 2 Terabit pro Rack, die dann irgendwie mit anderen Racks reden wollen. Und zwar bitte ohne Bottleneck. Weil wir alle wissen, was passiert, wenn irgendwie so eine TCP-Session für irgendein Storage, ich weiß nicht, wer es mit Icecast mal ausprobiert hat, irgendwo in Sättigung läuft, weil irgendwo ein Port voll ist. Das tut weh, das Ding bleibt stehen. Und das kommt so schnell auch nicht wieder. Also muss was anderes her. Layer 2 im Rechenzentrum ist tot. Ich denke, wir sollten vielleicht eine kleine Gedenksekunde dafür einlegen. Ruhe da. Es gibt Leute, die sehen das anders, aber das ist eigentlich, es gibt einen Grund, warum andere Leute gesagt haben, wir müssen irgendwie mal so einen Layer nach oben, wir bauen jetzt IP-Fabrics. Was ist eigentlich eine IP-Fabric? Dann muss man sich einfach fragen, was für ein Problem habe ich da eigentlich gehabt? Mein Problem ist, ich möchte skalieren, ich möchte Redundanz, ich möchte Management und ich möchte das Ganze irgendwie offen haben. Dann kann man sich jetzt irgendwie so überlegen, gibt es das eigentlich? Hat sowas jemals schon mal irgendwo jemand gebaut? Die Antwort ist relativ einfach. Wir haben da draußen sowas, das nennt sich Internet. Das Ding hat unendlich viele Wege, ist unendlich redundant, da können auch mal Leute 2 Seekabel durchhauen, läuft weiter. Da gibt es nicht nur einen Hersteller, der steht und sagt, ey, Internet, ja, das heißt, du musst jetzt aber diesen Brand kaufen, weil sonst kommst du da nicht rein. Ist nicht. Die Protokolle sind komplett offen. Das heißt, jeder kann seinen Kram dazu entwickeln. Es sind Standardtechnologien, da reinzugucken, wie funktioniert es eigentlich. Ich schätze mal, dass irgendwie 80% Leute hier schon mal BGP angefasst haben und schon mal gesehen haben, wie das schief geht und wie es funktioniert. Das sind so Dinge, das Internet kann das. Redundanz, Skalierbarkeit, es ist herstellerunabhängig und vor allen Dingen, es ist bewiesene Technologie. Wenn ich hier jetzt irgendeine tolle neue magische Technologie aus dem Hut zauber, ich kenne da mehr als einen CTO, der sagt, ja, wir hatten das schon mal eingesetzt. Haben wir das schon mal funktionierend irgendwo gesehen? Kann ich irgendwo hingehen, das anfassen und jetzt sag bitte nicht Herstellerlabor. Da funktioniert es nämlich meistens. Naja, jetzt gibt es Leute, die sagen, Internet, das haben wir jetzt irgendwie, wie viele Jahre? 20, 30, 40, je nachdem, wann man einen Anfangspunkt setzt. Warum macht man das denn eigentlich nicht? Und bis zum letzten Jahr war das Problem relativ einfach. Es war ziemlich groß und schwer. Wenn ich sowas haben wollte, was genau diese Anforderungen erfüllte, keine dieser Kisten kriege ich alleine gehoben. Und wenn ich da mal so gucke, was ich da an Ports reinkriege, sagen wir mal jetzt 40G, ja, dann kann ich vielleicht mit einem so einem Halbreck großen Ding 4 andere Racks versorgen. Macht nicht ganz so viel Spaß. Auch der Kosten- und Stromfaktor, den darf man ja auch nicht unterschätzen. Wenn ich so gucke, so ein Top-of-Rack-Switch, wenn der mal anfängt, fünfstellig zu kosten, dann ist das schon viel Geld. Wenn ich zum Router-Hersteller gehe, sage, du, ich brauche da jetzt mal 48 10G-Ports auf dem Router, dann guckt er in seinen Listenpreis und sagt, fünfstellig, komm, geh mal wieder. Aber wir sind ja mittlerweile, Gott sei Dank, irgendwie in 2015 gelandet. Alle gemeinsam. Alles, was da war, ist Vergangenheit und da sind Dinge passiert. Ich weiß nicht, wer die Kollegen noch kennt oder den Film, aber irgendwie sind heutzutage Router kleiner geworden.
Das heißt, ich habe ganz andere Möglichkeiten. Eben war immer so die Rede über den 3,2-Terabit-Chip. Das ist nicht nur ein Chip. Es gibt da mehrere Leute, die Dinge gebaut haben, die sowas können. Das Ding steht gerade oben und macht irgendwie viel Krach, auch wenn Arne gerade hier sitzt. Den kann man sich angucken. Das heißt, wir haben heutzutage die Möglichkeit, auf eine Höheneinheit Systeme zu bekommen, die wirklich routen können. Das heißt, ich habe dann ein System, da habe ich meine Ports drin, in dem Fall 32x100G, wenn man sich überlegt, das kann man runtersplitten auf 320x10 oder was man auch immer man möchte, 128x25, je nachdem, was man braucht, und dann kann ich damit routen. Die Dinger können BGP, die Dinger können OSPF, die Dinger können ISIS, je nachdem, was man gerade am Hersteller im Feature-Set hat. Und das Schöne ist wirklich, damit kann man wirklich dann sogenannte Lossless Fabrics bauen. Das heißt, die Daten, die aus den Servern unten reingehen, kommen oben auch wieder 1:1 raus. Weil wenn ich mir heutzutage einen Top-of-Rack-Switch angucke, hat er 48x10G und dann lass ihn mal 6x40, 4x40 Uplink haben. Das ist keine 1:1 Rate. Damit kriege ich die Daten nicht von links nach rechts. Das macht keinen Spaß. Das hat sich jetzt geändert. Wenn ich mir das angucke, 16x100 nach oben, 1,6 nach oben, 1,6 nach unten, das funktioniert. Und damit kann man dann entsprechend Fabrics bauen, die dann entsprechend nach verschiedenen Architekturen überhaupt keine Oversubscription mehr haben. Das heißt, ich habe die Garantie, jedes Paket, was ich unten reinkippe, kommt am anderen Ende wieder an, ohne verloren zu gehen. Das war bisher eine Domäne von Fibre Channel. Das kann ich jetzt mit Ethernet machen. Gut, was ist halt passiert? Wir haben so einen Layer 3 Switch gehabt, ich weiß nicht, wer den noch irgendwie kennt. Das war so das Premium-Modell. Das Ding konnte vielleicht 10 Routen oder so, hat einem nicht geholfen. Heute haben wir so Sachen, Full Layer 3 Features. Ab und zu brauchst du nochmal eine Lizenz, aber ich habe da Geräte stehen, auf einer Höheneinheit, 48 Ports, lass es 10G, lass es 25G sein, die können MPLS, die können BGP, die können ISIS. Alles Standardtechnologien, die man irgendwo schon mal kennt. Und Technologien, die man auch irgendwo gelernt hat. Jedenfalls, wenn man irgendwie im Service-Provider-Bereich unterwegs war. Wir haben ECMP. Das heißt, ich kann den Traffic gleichmäßig über verschiedene Wege verteilen. Das ist hier vorgesehen. Das ist nicht wie bei Layer 2, wenn ich da 4 Wege ranklemme und keine Vorkehrung treffe, loopt es. Passiert hier nicht. Ich kann wunderschön meine Streams verschieden verteilen, wie ich das brauche und wie es irgendwie Spaß macht. Kleine Einschränkungen gibt es, das können leider nicht alle Switche, die Layer 3 Features haben. Die wichtigste Voraussetzung ist, die Switche müssen WLANs verlernt haben. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt, aber es gibt Switche, wo ich sage, dieser Port gehört zu dem WLAN und eine WLAN hat eine IP-Adresse. In dem Moment, wo ich sagen muss, ein WLAN hat eine IP-Adresse, kann man das Ding für Datacenter Fabrics nicht mehr gebrauchen. Dann ist nämlich das Konzept kaputt. Ich muss davon ausgehen, dass jeder einzelne Port, den ich dran habe, direkt mit einer IP konfiguriert werden kann. Nur dann kann ich solche Sachen nutzen, wie ich ziehe ein Kabel raus und vernünftiges Rerouting funktioniert, weil die Kisten bekommen, dass die Routen weg sind. Sonst stehe ich vor so lustigen Effekten, ja, das WLAN ist ja noch ab, die IP-Adresse ist noch da, die Route ist noch da. Macht keinen Spaß. Wenn man das Ganze so ein bisschen designt, dann kann man zu so lustigen Designs zum Beispiel kommen, dass ich sage, ich habe meinen Server, der hat drei Links zu drei ersten Routern, die am Ende Links zu größeren Routern haben. Ich weiß, dann kommt jetzt immer die Aussage, wenn ich das meinen Kollegen zeige, aber früher war das ganz einfach. Ich habe da einfach auf dem Switch ein WLAN konfiguriert und konnte den Server an jeden beliebigen Port stecken. Das kann ich ja jetzt nicht mehr, oder? Auch dafür haben wir mittlerweile Lösungen, oder nicht mittlerweile, sondern die Lösung gibt es schon sehr lange, aber das kann OSPF, unnumbered OSPF. Ich bin immer noch genauso frei, den Port überall ranzustecken, wo ich das möchte und wie ich das möchte. Das funktioniert relativ gut. Gut, tauchen automatisch auf, verschwinden, aber damit hat die Loopback-Adresse auf dem Server auf einmal eine wesentlich höhere Bedeutung. Ich weiß nicht, wer von euch hat auf dem Server eine andere Loopback-Adresse als 127.0.1 oder ...... Ich sehe jetzt drei Hände. Gewöhnt euch dran. In Zukunft werden das die wichtigsten IPs sein, die auf irgendwelchen Servern konfiguriert sind. Mit SDN und allem, was dazukommt, gewöhnt euch dran. Naja, so ein bisschen hat das Ganze natürlich auch ein paar Herausforderungen. Wenn man sich das Ganze anguckt, mit neuer Technologie beschäftigt, kommen so ein paar Dinge, wo man sagt, die muss man jetzt lernen, die man bisher vielleicht hat so ein bisschen verdrängen können. Die erste ist, versteht IP.
Ich habe genug Rechenzentren und Büronetze gesehen, wo Leute einen Slash 16 reingeworfen haben, alles in eine große Layer 2 Domain und das klappt schon. Das kann man vergessen. Kann man machen, aber das funktioniert hier nicht mehr. Jeder Port ist ein Slash 31 oder wenn man ein doofes Equipment hat, ein Slash 30. Das heißt, man muss sich wirklich mit diesen Protokollen und den Konzepten hinter IP auseinandersetzen. Es ist nicht mehr so, ja, ich schmeiß meinen Frame rein, der fällt woanders schon wieder raus. Man muss mit Traceroute umgehen können, mit MTR. Und das sind einfach Dinge, die viele, viele Leute nicht hinbekommen. Das muss man dann auch im Zweifelsfall seinen Coworkern beibringen. Wie lese ich eigentlich so ein Traceroute? Was bedeutet der? Wenn ich sehe, wie viele Service-Requests ich von Kunden aus dem Internet reinbekomme, die mir ein Traceroute reinwerfen, wo ich nur sage, ja, der ist doch hübsch, aber alles okay, und das nicht verstehen, kommt da eine Menge Arbeit auf einen zu. Das gleiche gilt für IPv6. Wenn ich heute anfange, eine IP-Fabrik zu bauen, kann man IPv6 in keinem Fall mehr außen vor lassen. Das heißt, man muss sich auch mit den Eigenheiten von V6 auseinandersetzen. Was bedeutet Neighborhood Discovery? Was passiert, wenn meine Neighborhood Tables volllaufen, weil ich was falsch konfiguriert habe? Was hat es mit Link-Local-Adressen auf sich? Was passiert im OSPF V3? Das sind alles Dinge, die muss man lernen. Und das ist harte Arbeit. Das ist nämlich nicht intuitiv und im Zweifelsfall vollkommen anders, als es bisher war. Dann Routing und Protokolle verstehen. Da kommt ja mehr drauf zu. Ich habe das sehr lustig gefunden. Ich habe in einem Herstellerlabor gestanden, mit dem bei Anandmat OSPF gestanden und der wollte mir erklären, ich kann auch nicht einen Server mit Anandmat OSPF an zwei seiner Router hängen. Unterschiedliche. Das sind Dinge, da muss man sich mit auseinandersetzen, man muss sie lernen, man muss sie verstehen, man muss verstehen, wie ECMP funktioniert. Bloß weil ein Ping funktioniert, heißt das auch gar nicht, dass meine TCP-Session durchgeht. Da hatten wir das Problem mit den Hash-Algorithmen, die bei Layer 2 schon doof waren. Bei Layer 3 sind die nochmal viel spannender, weil man sie nämlich an mehreren Stellen in seinem Backbone haben kann. Damit kommen halt auch eine ganze Menge neue Troubleshoot-Technologien auf einen zu. Da muss man halt erstmal verstehen, wie funktioniert bei mir was? Was passiert auf der Hardware-Ebene? Wie kann ich gewisse Dinge simulieren? Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an die alte D6-Plattform, wie schwierig es da war, herauszufinden, wenn in einem Link-Aggregation mal was kaputt gegangen ist. Das hat lange gedauert, bis die Jungs es gelernt haben. Sie haben es am Ende super gelernt, das muss man ihnen lassen. Aber genau diese Sachen muss man jetzt auch bei sich lernen. Ich habe da nicht mehr nur zwei Links, wo ich einmal rausziehen kann, gucken kann, was passiert. Im Zweifelsfall habe ich da 16 Links. Und da, ich ziehe jetzt mal ein, um zu gucken, ob es besser wird. Ich glaube, das wird kein CTO irgendwo akzeptieren. Ja, wie gehen Applikationen damit um? Auch das ist eine spannende Frage. Ich habe viele Kunden, die mit lustigen Applikationen um die Ecke kommen, die sich Cluster nennen und dann versuchen die per Multicast sich zu finden. Layer 2 Multicast oder Broadcast einfach mal rein und wenn die sich nicht finden, geht's schief. Wenn man den Leuten dann sagt, ja, wir brauchen einen Discovery-Service oder kann ich wenigstens meine Cluster-Member statisch konfigurieren, die da sein sollten, dann kommt da immer so ein komisches Geräusch, das irgendwie so klingt wie ein Luftballon, aus dem die heiße Luft rauskommt. Andere Applikationen, ich sag nur, das unsägliche Exchange 2003 hat hoffentlich keiner mehr im Einsatz mit seinem Multicast-Load-Balancer, wird nicht mehr funktionieren. Da muss man sich einfach Gedanken machen, wie kann ich meine Applikationen, sofern ich sie wirklich in die Fabrik integrieren muss, auf diesen Weg bringen. Kann ich da vielleicht anfangen zu sagen, ich lasse die Applikation selber BGP sprechen oder über einen Umweg, dass sie ihre Service-IPs announcen? So Dinge wie, ich habe da irgendwie einen Server, 4 Stück, die teilen sich eine IP per VRP, CRP oder was auch immer sie dafür ein Redundanzprotokoll haben, wenn die Applikation schief geht. Das funktioniert in solchen Umgebungen auch nicht mehr. Die müssen sich dann selber akut am Netzwerk anmelden und sagen, hallo, hier habe ich jetzt die IP. Und die Leute müssen in der Lage sein, herauszufinden, wenn das 2 Cluster-Mitglieder auf einmal machen, dass das schief geht und wie man es debuggt. Weil Anycast ist lustig, aber nicht, wenn man überall TCP-Sessions hat und genau gleiche Fahrtlängen. Dann tut das weh. Und der letzte Punkt, der immer relativ lustig ist, redet mit euren Security-Leuten. Die sind immer der Meinung, eine große, dicke Firewall irgendwo, wo die WLANs durchlaufen, ist super. Damit kann ich meine Dinge separieren und alles ist gut. Das funktioniert ja auch nicht mehr. Ich habe unendlich viele Wege, ich habe unendlich viele Möglichkeiten, irgendwo Traffic durchzuschieben und ich möchte eigentlich, dass mein Netz immer den kürzestmöglichen oder bestmöglichsten Pfad nimmt. Das heißt, die Möglichkeit, klassisch eine Firewall zur WLAN-Trennung einzusetzen,
habe ich nicht mehr. Das macht es halt immer relativ spannend, wenn man sich zum Beispiel Google anguckt. Google hat gesagt, ja, unser Netz ist komplett untrusted. Wir machen dieses Firewalling-Authentifizierung direkt da, wo der Traffic ankommt, nämlich auf dem Server. Wir haben keine großen Kisten mehr und keine DMZs in gesicherten Zonen. Und das ist gerade ein Trend, der geht gerade bei den ganz Großen durch die Systeme durch. Bei den Kleinen, ich weiß, da steht dann irgendwo jemand, sagt, ja, wir haben so ein TÜV-Zertifikat, die sagen ja auch, Ping ist böse. Da muss man gegen kämpfen, da muss man lange drüber reden und sich gucken, wie sich solche Dinge entwickeln können. Das ist anstrengend. Das ist furchtbar anstrengend, wenn man auch noch irgendwelche Zertifikate dranhängen hat, wie eine ISO 27001. Die haben wir. Jetzt kommt da so ein Auditor und sagt mir, ja, und wo ist Ihre Firewall? Bitte zweistufiges Firewall-Konzept. Dann steht man da und sagt, ja, ich habe hier 128 Links, das macht jetzt 256 Firewalls. Jeweils mit 10 Gigabit Durchsatz und dann bitte auch noch zentral gemanagt. Ne? Und den Audit Trail, da ist das Papier. Funktioniert nicht. Da kommt viel auf uns zu, wenn wir diesen Weg weitergehen wollen und uns bleibt eigentlich keine andere Wahl. Die Bandbreite wächst stetig, egal für welche Applikation. Und wenn man halt irgendwie aus dem, ich habe da mehr als ein Abteilungsrechenzentrum mit 4 Racks raus will, dann kommt man zu Layer 3 Fabrics, IP-Fabrics. Alles, was mit SDN zu tun hat, setzt mittlerweile unten drunter eine IP-Fabrik voraus. Das steht nirgendwo so explizit. Wenn man sich aber implizit anguckt, was passiert und wie der Traffic durchläuft, dann tut das weh, wenn man keine hat. So viel zu dem Thema. Ich wollte euch da nur eine kurze Einführung zu geben. Ich stehe auch gerne noch für Fragen jetzt kurz zur Verfügung. Ansonsten auch gerne irgendwie heute Abend, wo ich gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wenn man das bei Herrn Schöner ausprobiert, was alles so passiert. Alle erschlagen? Ich bin jetzt kein Experte, was Data Centers angeht, aber was ist mit so Themen wie Service Function Chaining und Network Service Header? Sind das Sachen, die jetzt hier dann eine Chance bieten, irgendwie dann mehr zu machen auch? Das sind eigentlich Sachen, die eine Ebene höher passieren im SDN-Bereich. Du kannst sowas hier unten bauen. Man kann ja zum Beispiel sagen, ich führe bei mir noch MPLS ein, mit verschiedenen Layer 3 VPNs, um Sachen zu trennen, dann will ich zu chainen. Das machen aber die wenigsten. Normalerweise hat man sowas im SDN-Layer eine Ebene höher. Ja. Noch Fragen? Licht ist an, alle müssten wieder wach sein. Gut, dann danke. Okay, vielen Dank, Tom.